Wir haben jetzt einige Wochen später den gleichen Standort noch einmal besucht. Inzwischen ist das Blätterdach des Laubwaldes hier komplett geschlossen. Das heißt für den Bärlauch, er bekommt weniger Licht und seine Saison geht langsam dem Ende entgegen. Allerdings gibt es vor dem Saisonende noch einen schönen Höhepunkt, die Bärlauchblüte. Sie sehen hier diese weißen Blütendolden, wird gebildet aus den sternförmigen, sehr dekorativen Blüten und diese sind essbar. Sie schmecken sehr aromatisch und eignen sich hervorragend als essbare Dekoration oder man kann sie in Salat hineinstreuen. Es ist einfach nochmal ein schöner Höhepunkt zum Ende der Bärlauchsaison. Zum Ende der Bärlauchsaison sterben die Blätter nun ab und man kann sie natürlich in dem Zustand nicht mehr gut als Wildgemüse verwenden. Aber schauen wir uns jetzt die Blüten an. Die Blüten entwickeln sich jetzt auf 20 bis 30 Zentimeter hohen kantigen Blütenstängeln und sie stehen zusammen in Dolden und blühen mit 6 Blütenblättern wie ein kleiner weißer Stern. Kurz nach der Blüte bilden sich die Samen. Aus einer ehemaligen Blüte entwickeln sich immer 3 Samen. Diese schmecken sehr würzig, manche sagen auch scharf nach Knoblauch. Es kommt ja leider immer wieder mal vor, dass der Bärlauch mit dem giftigen Maiglöckchen verwechselt wird. Die Unterscheidung ist aber gar nicht schwer. Das Maiglöckchen blüht nicht in Dolden, sondern die einzelnen Glöckchen sind an einem Stiel aufgereiht. Bei den Blättern gibt es auch einen sehr großen Unterschied. Während der Bärlauch immer in Büscheln die Blätter treibt, hat das Maiglöckchen ein Blattpaar. Sie stehen nach links und rechts ab in 180 Grad zueinander und sind immer 2 Blätter. Die können einzeln stehen oder aus deren Mitte heraus wächst das Maiglöckchen heraus, die Blüte heraus. Und die einzelnen Blätter haben auch eine leicht unterschiedliche Form. Die Maiglöckchenblätter sind etwas breiter angelegt, während die Bärlauchblätter spitzer zulaufen. Und das allereinfachste Unterscheidungsmerkmal ist natürlich der Knoblauchgeruch. Das Maiglöckchen riecht nicht nach Knoblauch. So einfach ist es.